Bei Aufstiegskonkurrent Waldhof Mannheim lief alles nach Plan, um Pauli doch noch abzufangen. Die Führung durch Cissé noch glücklich. Mannheim war zu diesem Zeitpunkt in der Bundesliga. Nach dem Wechsel brannte Waldhof ein spielerisches Feuerwerk ab. Traumpass auf Katic. Katic und da kommt Laszlo Klausch. 4:0 hieß es am Ende. Noch ein Tor. Der Club drosselte in der Schlussphase das Tempo. 15 Minuten waren da noch zu spielen. Weigel schwach. Pauli besser. Rath, das ist es. Nein. Baris, doch. Zum vierten Mal haben sie es geschafft. Aufstieg in Liga 1. Ausgerechnet ein Nobody köpfte die Hamburger in den siebten Himmel. Dennis Baris, ein Vertragsamateur. Ganz unglücklich Waldhof Mannheim Vierter geworden. Vierter Platz mit 59 Punkten. Bisher ist jede Mannschaft, die 59 Punkte am Ende auf dem Konto hatte, auch aufgestiegen. Diesmal nicht. Da half auch dieser 4:0-Sieg am letzten Spieltag gegen Mainz 05 nichts. Ralf Kissau über die tiefe Enttäuschung am Waldhof. Wir wollten alles und noch mehr, doch dass es so zu Ende geht, so ganz gewöhnlich, du da machst du stehst vor mir und fragst mich wie, wie halt man Gefühlslegasthenie, ich weiß nicht mal, wie man das schreibt, und sage nur, es tut mir leid. Die Enttäuschung ist total. Wir haben 59 Punkte gemacht. Bisher sind die Mannschaft immer mit 57 aufgestiegen. Wenn wir das nicht schaffen, wäre es ganz, ganz bitter für meine Jungs. Traurig. Ja. Scheiße. Ja. Danke. Verpatzt haben sie es nicht erst gestern. In beiden Spielen gegen Absteiger Chemnitz kein Tor, zweimal 0:0. Und die bittere 2:3 Schlappe zu Hause gegen Saarbrücken am 30. Spieltag. 2:0 geführt, der Dolchstoß in letzter Minute. Und außerdem... Wir haben auch oft zu 9 und 10 gespielt. Unser Problem war, dass wir zu viele Platzverweise hatten. Und da müssen wir dran arbeiten. Nur die Enttäuschung im Moment ist total. Der Moment vergeht. Die Bilanz nach 34 Spielen kann sich durchaus sehen lassen. Insgesamt 17 gewonnene Spiele, 59 Punkte, 57 Tore, viel Herz, viel Leidenschaft, viel Begeisterung. Am Ende trotzdem noch zu wenig, aber ein Trost bleibt. Alles in allem haben wir eine überragende Saison gespielt. Wer gesagt hätte vor der Saison, wir spielen im letzten Spiel hier vor fast ausverkauftem Haus, um Aufstieg, dem hätten wir die Hand gegeben und noch 100 Mark hängen gesagt, vielen Dank. Und von daher denke ich, muss man, auch wenn es jetzt nicht gereicht hat, hochzufrieden sein mit der Saison. Die jungen Wilden bei Waldhof Mannheim. Hanno Balic, 20 Jahre alt, eigene Jugend, 24 Spiele, 18 von Beginn an. Oder Selim Teber, 20 Jahre, ebenfalls eigene Jugend, einer der besten Joker der Liga. 20 Mal eingewechselt, 4 Tore. Ein Altersdurchschnitt von 26 Jahren. Das hat Tradition in Mannheim. Uwe Rapolder führt die tolle Nachwuchsarbeit fort. Die Krux daran? Gute Talente sind schwer zu halten. Hanno Balic wechselt in der nächsten Saison zum 1. FC Köln. Ich hätte mich unheimlich gerne hier mit einem Aufstieg verabschiedet. Ich denke, das ist das Größte überhaupt für irgendeinen Fußballer, mit einer Mannschaft aufzusteigen. Und ich habe gesagt, es ist ein ganz großer Wunsch von mir, nächstes Jahr mit Köln hierher zu kommen und im Auswärtsspiel hier zu spielen. Und es ist umso trauriger, dass es nicht klappt jetzt. Uwe Rapolder muss umbauen. Die Mannschaft aus jungen, hungrigen Talenten hat gelernt. Dazu kommen zwei erfahrene Akteure. Bernhard Rares kehrt aus Bremen in seine alte Heimat zurück. Dazu wurde ebenfalls aus Bremen Juri Maximow verpflichtet. Das Ziel heißt im nächsten Jahr mehr denn je Aufstieg in die erste Liga.
Das hat der ehrgeizige Trainer bereits fest versprochen. Hinter den Emotionen der Saison 2000-2001 verbergen sich natürlich nackte Zahlen. So sieht die Abschlusstabelle aus. Nürnberg, Gladbach und St. Pauli steigen auf. Sie werden jetzt im Laufe der Sendung nochmal alle Jubelbilder mitbekommen. Wir kümmern uns auch um Mannheim-Waldhof, so knapp gescheitert mit 59 Punkten. Die Überraschungsmannschaft der Saison, das ist LR Aalen. Und wir kümmern uns natürlich auch um die Absteiger, um die vier. Ulm wurde durchgereicht von der Bundesliga in die Regionalliga. Und Arminia Bielefeld hat es ganz knapp nochmal gepackt. Vielleicht dann in der nächsten Saison ein neuer Anlauf.